Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial-Video zu diesem Sphere, wo ich halt Dinge in Tutorials erkläre über diesem Sphere. Auf jeden Fall, falls euch das Video gefällt, lasst ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Würde mich unterstützen und dem Kanal beim Aufbau helfen. Dadurch wäre ich, also das würde mich sehr freuen. Und zwar erkläre ich in diesem Tutorial, kleinen Tutorial, wie ihr Leute halt in euren, also wie ihr Haushalte verschiebt, ohne halt großartig eine Beziehung, eine Heirat, eine Freundschaft und so weiter anzuschweben halt, also dass es halt schneller geht. Und zwar geht ihr hier auf Start, also auf der Konsole halt, auf der PS4 zocke ich halt zum Sphere, und ihr geht dann hier auf Welten verwalten. Hier bin ich schon, deswegen, ja. Kann ich hier nicht rüber wechseln. Dann geht ihr hier auf Haushalte verwalten oben rechts neben der Pinnwand. So, dann geht ihr hier auf die Pfeile zum zwischen Haushalten verschieben und dann holt ihr den, den ihr holen wollt oder auch mehrere. Also ihr könnt halt x-beliebige holen, die ihr holen wollt und so. Und ja, dann könnt ihr sie zu euch holen. Bei mir ist es dann hier Benali, wo ist der denn? Oh, ich bin falsch. Stimmt ja, der hat eine Bude und San Mishuno. Und zwar zack. Und dann geht ihr hier auf gesamte Einrichtung verkaufen, wenn ihr halt das Geld haben wollt für die Bude, die der hatte. Und jetzt. So, 21.000. Aber ihr könnt das auch ein bisschen anders machen. Geht ihr dann hier hin. Nehmt zum Beispiel den hier, den Fletcher. Cameron Fletcher. Und schiebt den so rüber. So. Und ihr könnt dann mit denen halt machen, was ihr wollt. Sie killen, sie am Leben lassen, sie bei euch wohnen lassen, sie ausradieren, dass sie nie existiert hätten. Und ja. Hier, ihr seht's. So macht man das mit dem Haushalt zu verschieben, falls ihr mal. Ich mache das halt auch immer, um halt Cash zu meinem Haushalt zu bekommen, ohne viel dafür tun zu müssen. Achso, nee, ich wollte dich eigentlich. Hey, ihr könnt den auch zum Beispiel, das könnt ihr auch mal eben zeigen, zum Beispiel auch zu anderen Leuten schicken, wie zum Beispiel zu Holly Eye. So, dann wohnt er jetzt hier, zack. Und dann kommt der Haushalt halt zu euren gespielten Haushalten, weil ihr halt hier was verändert habt. Und ja, so. Zack. So. Und ja, das war's dann mit dem Tutorial. Und ja. Aber ich zeige noch eben, wie man die löscht. Das könnte ich noch machen eben. Denn euch zwei brauche ich hier in der Welt nicht. Da gucken sie ganz erstaunt. Ja, ich brauche euch nicht in der Welt. So. Und ja. Das war das Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Sims 4 Tutorial Video. Hoffentlich wieder. Und auch zu meinem LP, das ich halt nebenbei auch noch mache. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder.